auf meinem Kanal, und zwar die verlassene Shopping Mall. Ich nehme euch mit und zeige euch, wie die aussieht. Ich erzähle euch ein paar Hintergründe. Also ich werde jetzt auch im Video, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wann das Gebäude im Endeffekt verlassen wurde. Und zwar 2013 wurde das Gebäude verlassen. 1990 wurde das Gebäude gebaut. 2013 verlassen. 2020 Teilabriss, sollte ein Hotel oder irgendwas gemacht werden, nichts passiert. Also dementsprechend ist es jetzt ein Lost Place. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dankeschön. Ja, und hier sind wir auch schon. Das war die ehemalige Edeka. Ist natürlich alles schon entkernt, aber das ist halt natürlich ein schöner Lost Place. Also mir gefällt das. Und wenn ihr jetzt mal die Dimensionen euch anschaut. Krass, oder? Unfassbar krass, wenn ihr euch die Dimensionen mal anguckt hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, dann nehme ich euch mal ein bisschen mit. Hier ist natürlich alles schon entkernt. Alles schon ja, mehr oder minder, sei jetzt mal rausgerissen, wie ihr das seht. Falls meine Sprache für euch ein bisschen uneinsichtig ist oder durchsichtig ist, verzeiht es mir bitte, weil, wie gesagt, ich bin Franke und für mich ist das jetzt auch erst einmal komplett neu, solche Videos zu drehen. Ja, also hier haben sie dann ein Loch gemacht. Wahrscheinlich irgendwas rausgerissen. Also wie gesagt, seht es mir nach, falls mal das Ganze eben nicht so gut von der Sprache her ist. So, dann gehen wir mal los. Und zwar, wie ihr seht, ist das an den Waben hier, könnt ihr schon erkennen hier, ist das eine Edeka gewesen hier unten, wo wir jetzt drin sind. Ja, und das ist mega krass, wenn ihr euch mal die Dimensionen anschaut. Geiler Scheiß. Absolut. Absolut geiler Scheiß. Draußen fahren noch die Autos. Also ich bin hier durch den Eingang reingekommen, freut mich mega geil. Na, tja, wie ihr jetzt seht. Riesenhalle, alles schon entkernt. Ne? Hier sind auch richtige Löcher im Boden, für was auch immer die gemacht worden sind, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber gehen wir halt mal weiter. Hier geht's weiter. Hier ist es dann komplett dunkel, wie ihr seht. Alles entkernt hier. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir so noch entdecken hier. Also ich finde es total geil, dass ich das jetzt geschafft habe, hier reinzukommen. Dann schauen wir uns auch das Gebäude mal von außen an. Krasser Scheiß. Schon vollkommen verrückt, wenn man einfach mal die Dimension sieht, ne? Wie groß das eigentlich ist. Und das war früher hier eine komplette Shopping Mall, was ich total verrückt fand. Hier gab es auch einen Burger King, Whirl und. Also es war ein riesen Komplex im Endeffekt, wo halt wirklich viele, viele Geschäfte waren. Ja, und jetzt gehen wir mal raus. Schauen wir mal da raus. Vielleicht ist ja da noch irgendwas Interessantes zu entdecken. Jetzt gehen wir mal den Gang hier entlang. Schon krass, ne? Also wenn man die Dimension sieht, unfassbar, wie groß das eigentlich ist und was hier im Endeffekt alles da ist. Hier steht noch Warnung vor Gasansammlungen und Erstickungsgefahr. Also ich freue mich da mega drauf, dass ich den Eingang gefunden habe und dass ich da reingekommen bin. War nicht ganz einfach, war ein bisschen tricky, weil alles auf der Straßenseite im Endeffekt alles verbrettert ist. Das zeige ich euch aber jetzt mal. Ja, wieso sage ich so oft im Endeffekt? Also das ist was, was ich jetzt absolut nicht verstehen kann. Im Endeffekt. Heieiei.
Mal bücken. Hier seht ihr das. Und hier sind wir jetzt im Außenbereich. Das hier war früher der McDonald's und der ganze Schmarrn, was früher hier so existiert hat. Also ist jetzt eigentlich, wieso sage ich eigentlich? Verzeiht, wir sitzen mir nach. Also es ist jetzt im Teilabriss. Also sprich, es wurde abgerissen. Hier vorne war ein riesen Parkplatz. Vorne war ein riesen Parkplatz, wie ihr sehen könnt. Das hier ist der Bahnhof, der ist noch komplett belebt. Ja, und hier. Hier ist. Schau mal, ob ich vielleicht sogar oben raufkomme. Dann gehen wir doch oben auch mal eine Tour durch, wenn ich in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit finde, nach oben zu kommen. Weil wie ihr seht, haben sie unten schon die Treppe abgerissen. Aber ich werde es probieren. Vielleicht kommen wir auch hoch. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal nach oben. Aber oben haben sie, wie es aussieht, alles zugemacht. Aber gucken wir noch mal. Kleine Aktion auf dem Lost Place. Ich halte mich mal am Gelände fest. Ja, das ist die zweite Ebene, wo früher die ganzen Leute eingekauft haben. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir irgendwie reinkommen. Was halt tricky ist, ihr seht, was total verrückt von diesem ganzen Thema ist. Ihr könnt es ja hier sehen. Hier ist die ganze Straße und so. Ne? Also jetzt mal gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, da im Endeffekt drin dazu kommen. Oder mal auch wieder klettern müssen. Ich zeige euch jetzt mal die alte Leiter, wo es nach oben ging. Also hier im Endeffekt ging es dann oben weiter. Haben sie aber schon zugemacht, damit man nicht reinkommt. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich in irgendeiner Art und Weise zu den alten Rolltreppen darin da komme. Mal schauen. Also bis gleich, Männer. So, da bin ich wieder, Männer. Ja, ich bin durchgekommen. Ja, und jetzt gehen wir noch mal weiter. Schauen wir uns das Ganze noch mal an. Also bitte nicht nachmachen, ne? Also nur mal für alle. Das hier ist die alte Shopping Mall. Krasser Mist, oder? Da hinten geht es dann zum Kino hoch. Scheiß. Das ist Lost Place pur. Alter Feuerlöscher. Ja, hier haben sie dann schon angefangen, wieder Sachen reinzuhauen. Also finde ich zwar schade, dass man hier wieder alles kaputt machen muss.
Seht es mir nach mit meinem Stick. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das jetzt gerne haben wollen würde. Hier war die Rolltreppe drin. Hier haben sie alles rausgerissen. Das Gebäude sollte ja eigentlich komplett abgerissen werden. Hier sind abgetrennte Kabel. Also irgendwie scheint mein Gimbal nicht so zu funktionieren, wie ich das gerne hätte. Ja. Ja, und jetzt gehen wir halt mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Also hier seht ihr ja die ganzen Geschichten noch von ja, Versicherungskasten. Hier haben wir alle Einrichtungsgegenstände, Spüle, Herd und so. Ja, Toiletten, Hahn, Frauen. Geil. Alter Einkaufswagen, Stühle. Hier war übrigens die Rolltreppe, da ging es hoch, Rolltreppe. Und das hier war die Shopping Mall, 1990 eröffnet, 2013 geschlossen. Ja, und seit 2020 Teilabriss und dann ging der Unternehmer bankrott. Geiler Scheiß, absolut geiler Scheiß. So, ja, dann nehme ich euch weiter mit und wir schauen uns das Ganze noch ein bisschen an. So, dann gehen wir mal weiter. Also hier oben, das war die sogenannte Shopping Mall. Hier waren die verschiedensten Geschäfte drin. Alles bankrott gegangen. Beziehungsweise der Betreiber des Gebäudes ist bankrott gegangen. Schade, dass so eine riesen Brachfläche im Endeffekt entstanden ist. Soweit ich weiß, sollte es aber weiter genutzt werden. Also sollten Hotels draus gemacht werden und Erlebnisgastro und so Geschichten. Aber bis jetzt ist diesbezüglich noch nicht viel passiert. Ha, hier kann man hoch. Geiler Scheiß, dann gehen wir doch mal nach oben. Mal schauen, ob oben offen ist. Aber es sieht ganz gut aus. Tja Leute, ich hab den da oben und da oben geht's rein. Also. Genau, dann erkunden wir mal den unteren Teil nochmal. Also quasi, was jetzt unten noch so zu sehen gibt. Das war die Treppe, über der ich spektakulär über den ersten Stock geklettert bin. Hätte ich auch einfacher haben können, wenn ich oben übers Dach rein wäre. Aber gut, man kann nicht alles wissen. Ne? So, schauen wir mal raus. Aber es hat nicht viel anders ausschauen wie oben. Das ist der untere Teil, wo es halt dann genauso wie oben rechts und links entlang geht. Alter Feuerwehrschlauch. Züge, Aufzüge. Ja, und jetzt gehen wir nochmal in den Bereich, wo die Edeka war. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video. So. Das ist der Bereich, wo die Edeka ist oder war.
Und das ist jetzt ein weiterer Lost Place, der zustande gekommen ist, weil im Endeffekt die Politik nicht in der Lage war, es zu verkaufen, sagen wir es mal so. 1990 gebaut, 2013 verlassen, 2020 Teilabriss und dann sollte eigentlich ein Hotel oder irgendwas draus gemacht werden, aber ist nichts passiert. Ah ja, so ist es. Ich freue mich drüber, dass ich das euch als Lost Place präsentieren kann. Saugeil. Saugeil. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter durch. Also, ich habe einen schwierigen Eingang genommen. Gibt einen leichteren Eingang, gerade festgestellt. Aber gut, so ist das halt. Lost Place pur. Ja, und was das Ganze so schwierig gemacht hat, also ich habe den einen Eingang nicht gefunden, sondern ich habe halt den schweren Eingang genutzt. ja, das ist, wenn ihr jetzt schaut, hier hinten, unten ist der Bahnhof. Man sieht halt jede einzelne Bewegung, ne? Jede einzelne Bewegung, was man macht, sieht man. Ne? Hier ist zu. Dann gehen wir noch mal weiter rum. Also ich finde es mega krass, dass das Gebäude hier verfällt. Und das ist ein weiterer Lost Place aus meiner Stadt. Ah, da haben wir auch noch was geschaut. Natürlich alles schon entkernt, ne? Also alles schon komplett raus. Einrichtungsgegenstände sind so gut wie keine mehr da. Aber es muss es ja auch nicht unbedingt. Das macht das Ganze schon sehr interessant, dass man überhaupt einmal die Möglichkeit hat, hier reinzukommen und das Ganze noch festzuhalten, bevor das Gebäude komplett verschwindet. Hier geht's weiter. Dann laufen wir nochmal hier entlang und gucken mal, was wir hier noch so entdecken können. Ah, die haben sie zugemacht. Hier ist zu. Das ist schon verrückt. Hier ist zu. Da, das ist auf der anderen Seite. Hier seht ihr, das ist der Bahnhof. Geht hier was auf? Nein, ist zu. Also ich finde es absolut mega, kann mich nur öfter wiederholen, dass ich hier bin und nehme euch jetzt mit auf die Entdeckungsreise. Also hier hinten scheint es dann auch nicht mehr weiterzugehen. Bahnhof. So, dann laufen wir mal wieder in die andere Richtung und schauen mal, was da passiert. Da, wo die Tür jetzt ist, bin ich rausgegangen. Gucken, ob um die Ecke noch irgendwas passiert.
Das ist Urbexer Lifestyle, Freunde. Hier bin ich nicht raus. Aber hier kann ich auch rein wieder. Und dann gehen wir halt wieder rein. Altes Waschbecken. Hier, altes Waschbecken. Das haben sie noch nicht abgerissen. Ja, und hier seht ihr das ganze Ausmaß. Krass, oder? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und dann schauen wir noch mal ganz unten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder.